Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es von mir für euch die Neuerscheinungen für den Monat November. Ja, die Buchmesse ist vorbei. Ich bin wie jedes Jahr ein bisschen erkältet nach der Buchmesse, weil die Bloggertreffen auch immer draußen stattfinden und weil es in der Halle dieses Jahr einfach nicht auszuhalten war. Aber das ist ein anderes Thema, darum soll es heute nicht gehen, sondern um die vielen tollen Bücher, die jetzt nach der Buchmesse auf den Markt kommen. Einige wurden auf der Messe auch schon vorgestellt und leider konnte man sie aber noch nicht kaufen. Das war ein bisschen schade, weil ich hatte da ein paar auf meiner Wunschliste, die ich doch gerne schon gehabt hätte. Eins davon ist natürlich direkt unser erstes Buch, nämlich das neue Buch von Lily Lucas. Das da heißt New Wishes. Es ist der neueste Band der Green Valley Reihe und wer mich schon länger verfolgt, der weiß, dass ich die Green Valley Reihe über alles liebe. Ich liebe dieses Kleinstadt-Feeling, dieses Kleinstadt-Setting in den Rocky Mountains. Ich liebe die Clique, ich liebe Lily Lucas Schreibstil und ja, ich lasse über diese Reihe einfach nichts kommen. Und auch die Cherry Hill Reihe von ihr mag ich sehr, aber ich bin da noch ein bisschen im Zwiespalt, welche Reihe ich mehr mag. Es hat alles so seine kleinen Feinheiten, die mich begeistern. Aber ja, auf diesen Band haben wir schon ewig gewartet. Eigentlich dachte ich auch immer, die Reihe wäre komplett abgeschlossen. Aber die liebe Lilly hat es dann wohl jetzt doch nicht abschließen wollen. Sie hat nämlich jetzt New Wishes geschrieben und jetzt erzähle ich euch, um was es darin geht. Rebecca Fitzgerald hatte schon bessere Tage. Erst wird sie von ihrem Job in Colorado Springs beurlaubt, dann erfährt sie, dass sich ihr Vater die Hüfte gebrochen hat und ausgerechnet im Advent als Reverend ausfällt. Kurz entschlossen fährt sie in ihre Heimat Green Valley, um ihre Familie zu unterstützen. Zu Hause muss sie überrumpelt feststellen, dass ihre Eltern in ihrem Zimmer den Eishockeytrainer Leo Braxton einquartiert haben. Rebecca kann eigentlich weder mit Eishockey noch mit Sportlern etwas anfangen, selbst wenn sie so attraktiv wie Leo sind. Doch dann ist Leo zur Stelle, als Rebecca Hilfe braucht und überrascht sie in mehrfacher Hinsicht. Ebenfalls am 2. November bringt die liebe Carina Schnell eine neue Reihe auf den Markt. A Breath of Winter heißt der Reihenauftakt. Es wird eine Enemies to Lovers Geschichte sein. Es wird eine Dilogie sein. Es soll düster und romantisch werden. Und ich mag ja Carinas Schreibstil super, super gern. Ich habe ja ihre letzte Reihe auch in einem Rutsch komplett weggelesen von meinem Sub. Und ich bin jetzt schon sehr, sehr gespannt, was uns hier erwartet. Die letzte Reihe war nämlich New Adult, oder die letzte Reihe, die ich von ihr gelesen habe, war New Adult. Jetzt sehe ich sie in einem anderen Gewand, im Fantasy-Gewand oder im, ja, romantisch-düsteren Gewand. Ich bin schon sehr gespannt, ob ich da Unterschiede erkennen kann. Midgard ist ein Ort uralter Magie, die Heimat von Hexen und Seherinnen. Seitdem sich die Götter aus dem gebeutelten Reich zurückgezogen haben, machen Trolle die Wälder unsicher und Walküren ziehen mordend und brandschatzend umher. Als ein gnadenloser Mörder immer mehr Hexen den Tod bringt, wird der Trupp des gefürchteten Söldnerführers Gent auf den Hexenschlechter angesetzt. Die junge Smilla schließt sich den Söldnern unter einem Vorwand an. Niemand soll wissen, dass sie eine Hexe ist und endlich Rache für die Ermordung ihrer Familie nehmen will. Während ihrer gefahrvollen Suche nach den Mördern kommen Smilla und Gent einander näher. Doch Smilla ahnt nicht, wie dunkel das Geheimnis ist, das Gent quält. Am gleichen Tag bringt auch Piper ein neues Buch auf den Markt. Auden Hill University, How Far We Fall heißt das Ganze. Es soll eine Enemies to Lovers Geschichte sein. Es soll sich auf einem Unicampus abspielen. Und hier steht auch für Fans von Sarah Sprinz, Nicola Hotel und Mona Kasten. Das sind auf jeden Fall Autorinnen, von denen ich schon das ein oder andere Buch gelesen habe. Deshalb gehe ich davon aus, dass dieses auch in mein Beuteschema passen könnte. Alles erscheint perfekt. Zwischen goldroten Bäumen und den letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres betritt Ivy ihr neues Zuhause, die Auden Hill University. Als sie jedoch vom Tod des letzten Stipendiaten hört, deren Platz Ivy nun einnimmt, beginnt sie Nachforschungen anzustellen. Dabei erfährt sie von den Spannungen im Machtgefüge der Universität und gerät immer tiefer in ein Netz aus Mysterien und Intrigen, in dessen Zentrum ein geheimer Orden die Fäden zieht. Wäre das nicht schon genug, scheint Ivy dem elitären Reed ein Dorn im Auge zu sein. Er verkörpert all das, was Ivy nicht ausstehen kann. Doch als sie beginnt, den tragischen Todesfall aufzudecken, stellt sich heraus, dass auch Reed ein dunkles Geheimnis mit sich trägt. Und bald steht mehr als nur ihre eigene Zukunft auf dem Spiel.
Irgendwie haben sie heute alle dunkle Geheimnisse. Vielleicht wegen der dunklen Jahreszeit, in der das Buch erscheint. Nein. Aber irgendwie, ja, zieht sich da ein roter Faden durch. Und noch ein letztes Buch haben wir am 2. November, das ebenfalls bei Piper erscheint. Dark Syrup. Syrup, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Das Aroma von Rauch und Honig von Katrin Gottlieb. Die Autorin sagt mir leider auch gar nichts, aber das Cover ist, ja, lila. Hat mich direkt angesprochen, als ich das Video hier recherchiert habe. Wie gesagt, von der Autorin habe ich noch niemals gehört, aber im Hause Piper ist das für mich eigentlich immer so eine kleine Wundertüte, weil ich da schon super, super viele tolle neue Autorinnen entdeckt habe. Ich habe irgendwie das Gefühl, Piper gibt sehr vielen neuen Autoren und Autorinnen eine Chance. Finde ich sehr, sehr gut. Wie gesagt, das Buch klingt irgendwie sehr, sehr magisch. Wenn ich euch gleich den Klappentext vorlese, wisst ihr auch, was ich meine. Und ja, es hat mich auf jeden Fall direkt überzeugen können. Mitten im geschäftigen Hamburg liegt das Honigmond, ein uriges Café, in dem Hexen ihre Gästen zur Wish Hour kleine Wünsche erfüllen. Hier kann die junge Studentin Rosa ihr Geheimnis am besten verbergen. Seit einem Unfall vor 2 Jahren kann sie nicht mehr zaubern. Stattdessen lässt sie Flaschengeister, die sie im Kaffeesirup versteckt hält, ihre Aufgaben für sie übernehmen. Doch ihre sorgfältig aufgebaute Welt gerät ins Wanken, als ihr Vater sie drängt, eine Ausbildung zur Heilerin zu beginnen. Etwas, wobei Rosa ihre Geister unmöglich verstecken kann. Zu allem Überfluss verschwindet die Besitzerin des Honigmonds spurlos und eine mysteriöse Magie bricht über der Stadt aus. Schon bald steckt Rosa mitten in einer lebensgefährlichen Jagd nach Antworten, bei der sie sich nicht nur ihren Selbstzweifeln stellen muss, sondern auch unerwarteten Gefühlen. Auf das nächste Buch freue ich mich schon sehr, 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 weil ich die Autorin sehr gerne mag, Saarland Power und so. Ava Reed ist nämlich eine unserer saarländischen Bestseller-Autorinnen, die wir, ja, vorbringen können. Und sie wird auch in diesem Video noch einmal vorkommen. Jetzt dreht es sich um ihr neuestes Buch. Später kommt ein Buch, das eigentlich schon erschienen sein sollte, aber da wurde der Release nach hinten verschoben. Hier geht es jetzt um das Buch Nur ein Wort mit 7 Buchstaben. Das erscheint bei Löwe am 9. November. Und welches Wort mit den 7 Buchstaben gemeint ist, ist ganz einfach. Es bedeutet nämlich, oder es steht für Familie. Familie, wispert er. Das ist auch nur ein Wort mit 7 Buchstaben. Mika weiß nicht, was es bedeutet, eine richtige Familie zu haben. Seine Eltern sind gefangen in ihrer Sucht und kümmern sich kaum um ihn. Die Hoffnung, dass sich etwas ändert, stirbt endgültig, als er eines Tages selbst mit Drogen erwischt wird. Das Jugendamt schickt Mika gegen seinen Willen fort. Raus aus der Stadt, auf einen Bauernhof, zu einer perfekt scheinenden Pflegefamilie. Er hat so gar keinen Bock drauf, heile Welt zu spielen. Aber nach und nach bringt vor allem Joanna seine harte Mauer zum Bröckeln. Und während Mika lernt, wieder zu hoffen, tut er alles, um sein Herz nicht zu verlieren. Klingt einfach super, super schön und traurig. Und ich weiß, es wird mich zerstören. Das liebe ich. Am 11.11. erscheint bei Moon Notes auch ein neues Buch. Und ja, das Cover ist wieder typisch Moon Notes. Was soll ich dazu sagen? Ihr kennt meine Meinung dazu. Die Covers sehen irgendwie alle gleich aus. Und ich habe mir tatsächlich auf der Buchmesse das erste dieser bunten Moon Notes Cover selbst gekauft. Aber das Buch stelle ich euch dann in meinem Neuzugänge-Video vor. Jetzt geht es um Paper Thin von Tara Keys. Ich denke, so wird sie ausgesprochen. Ja, erscheint am 11.11. bei Moon Notes und klingt auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend. Stell dir vor, du bist eine junge Lektorin und darfst das neue Buch des gefeierten Autors Prince Burling betreuen. So ergeht es Cleo. Das ist zwar eine Riesenchance für sie, aber auch eine echte Herausforderung. Spurling gilt als extrem schwierig. Außerdem weiß niemand, wer hinter dem mutmaßlichen Pseudonym steckt. Doch was kompliziert angefangen hat, wird in den Kommentaren am Manuskriptrand professioneller, wird flirty. Der zunehmend intensive Austausch bringt Cleos Herz ganz schön aus dem Takt. Kann es sein, dass die Protagonistin immer mehr Ähnlichkeit mit ihr selbst bekommt? Schneller als gedacht bekommt sie die Gelegenheit, es herauszufinden. Ihre Programmleitung ruft sie mit einer überraschenden Nachricht zu sich. Bryn will sich treffen. Das nächste Buch kommt aus einem Verlag, den ich jetzt auf der Buchmesse auch neu kennenlernen durfte. Ich glaube, die haben sich auch jetzt ganz neu zusammengeschlossen oder relativ neu. Nämlich der Aufbau Verlag. Da kommt jetzt am 14.11. The Do-Over von Sharon M. Peterson auf den Markt.
klingt für mich auch sehr, sehr vielversprechend. Ich werde dem Verlag auf jeden Fall mal eine Chance geben. Ich habe schon ganz, ganz viele tolle Bücher dort entdeckt, die mich interessieren könnten. Und das hier erscheint eben jetzt Mitte November. Du bist wirklich ganz nett, aber ich finde nicht, dass wir uns länger sehen sollten. Percy hat es nicht leicht. Erst wird sie von ihrem Ex auf die denkbar demütigendste Weise abserviert, zu Silvester, live im Radio. Dann mischt sich ihre übergriffige Mutter in ihr Liebesleben ein. Um sie sich vom Leibe zu halten, erfindet Percy einen Fake-Boyfriend und nennt dummerweise den Namen ihres Nachbarn. Ihres sehr, sehr heißen Nachbarn, der keine Ahnung hat, dass er Percy angeblich datet. Einen Tag später bringt die liebe Ellie Hazelwood ihr neues Buch auf den Markt: Check and Mate, Zug um Zug zur Liebe. Erscheint im Heine Verlag und ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich bisher immer noch kein Buch von Ellie Hazelwood gelesen habe. Mea culpa, ich weiß, das ist fast nicht zu verzeihen, aber ich habe es immer noch nicht geschafft. Ihr dürft mir gerne mal in den Kommentaren verraten, welches Buch ihr empfehlen würdet, als erstes von ihr zu lesen. Ich kann mir zwar schon denken, welche Kommentare da kommen oder welches Buch da kommentiert wird, aber schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt, was dabei rumkommt. Jetzt erzähle ich euch aber, was in ihrem neuen Buch passiert. Mallory Greenleaf hat sich geschworen, nie wieder Schach zu spielen. Denn das Spiel, das sie jahrelang geliebt hat, hat ihr zu viel genommen. Doch als ihre beste Freundin sie überredet, bei einem Wohltätigkeitsturnier einzuspringen, kann Mallory nicht ablehnen. Ein letztes Mal spielt sie und besiegt versehentlich den amtierenden Weltmeister Nolan Sawyer. Nolan, der Schach auf ein ganz neues Level gehoben hat. Nolan, der dafür bekannt ist, dass er mit Niederlagen nicht gut umgehen kann. Nolan, der wahnsinnig gut aussieht. Mallory tut das Erste, was ihr in den Sinn kommt. Sie läuft weg. Doch Nolan spürt sie auf und lässt nicht locker. Er will unbedingt erneut gegen sie spielen. Doch sie kann nicht riskieren, sich noch einmal ins Schachspielen zu verlieben. Und in Nolan schon gar nicht. Ich bin ja jetzt nicht der größte Schachfan, aber es klingt auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Bleiben wir bei Heine, aber switchen wir von der New Adult Romcom-Sparte in die Fantasy-Richtung. Siren, das Glühen der Magie von Maike Voss, wird nämlich auch am gleichen Tag bei dem gleichen Verlag erscheinen. Ich habe von ihr auch tatsächlich noch nichts gelesen, aber ich finde die Thematik rund um Sirenen eigentlich ganz, ganz interessant. Ich habe, ich glaube, letztes Jahr mit Ivy zusammen ein Buch gelesen, in dem es auch um Sirenen ging, was wir vorher aber irgendwie nicht wussten und es hat uns leider nicht so gut gefallen. Ich hoffe ja, dass das hier vielleicht anders ausgehen wird. Es ist übrigens auch der zweite Teil der Reihe, also nicht wundern, wenn ihr Teil 1 noch nicht gelesen habt, dann skippt einfach weiter, bis ich beim nächsten Buch bin, damit ihr euch nicht spoilert. Ich nehme da leider bei meinem Neuerscheinungsvideo keine Rücksicht drauf, aber wenn es ein zweiter Band ist, dann erwähne ich es immer vorher, falls ihr euch nicht spoilern lassen wollt. Regan Seaborn ist 21, liebt das Wasser und verdammt gute Musik. Doch seit dem gewaltsamen Tod ihrer Eltern führt sie ein Leben auf der Flucht. Ihre letzte Station ist London und auch wenn Regan klar ist, dass sie nicht lange bleiben wird, fühlt sie eine gewisse Verbundenheit mit der Stadt. Dann taucht eines Abends der umwerfend gut aussehende Penn in ihrem Leben auf und stellt es gehörig auf den Kopf. Widerwillig fühlt sie sich mehr und mehr zu dem charmanten Bad Boy hingezogen. Doch Penn ist nicht nur auf einen sexy Flirt aus. Er ist der Prinz der Ataga, mächtiger Sirenen, und Regan, die letzte Überlebende, eine alteingesessene. Das nächste Buch ist ebenfalls ein zweiter Band von der lieben Scarlett St. Clair. Queen of Myth and Monsters, das heißt das Ganze, erscheint am 21. November im Hause Lux. Ich habe den ersten Band auf meiner Wunschliste, habe es aber immer noch nicht gekauft. Ich hatte tatsächlich vor, auf der Buchmesse mal nach dem Reihenauftakt zu schauen, weil ich von ihr noch nichts gelesen habe. Ihre andere Reihe ist bei meinem Freundeskreis nicht ganz so gut angekommen. Deshalb dachte ich, vielleicht probieren wir es dann mal mit dieser Reihe. Ja. Ich muss euch nicht sagen, wie lang die Wartezeiten bei Lux waren. Auch wenn man schon morgens um 8 als Teil der Presse rein durfte. Wir konnten da leider noch nichts kaufen. Und ja, später war die Schlange wieder so lang, dass wir uns nicht anstellen können. Aber ja, da kann der Lux Verlag jetzt auch nichts dafür. Ich möchte das Thema jetzt auch nicht hier groß im Video thematisieren. Auf jeden Fall steht es auf meiner Wunschliste. Und jetzt erzähle ich euch, um was es in Band 2 geht. All die Sterne am Himmel scheinen nicht so hell wie meine Liebe zu dir. Seit Prinzessin Isolde von Lara Vampirkönig Adrian Alexander Vasilev heiraten musste,
ihre Heimat verlassen hat, ist in ihrem Leben nichts mehr, wie es einmal war. Menschen, die sie einst geliebt hatte, sind nun ihre Feinde. Und ausgerechnet mit dem Mann, den sie geschworen hatte, zu hassen und zu töten, verbinden sie tiefe Gefühle, die sie noch nie zuvor für jemanden empfunden hat. Doch Isoldes Liebe zu Adrian hat einen hohen Preis. Tödliche Bedrohungen folgen ihr auf jeden Schritt. Und in einer fremden Welt voller Rache und Intrigen ist der Blutkönig plötzlich der Einzige, dem sie noch vertrauen kann. Und dann machen wir den Hattrick einfach komplett. Das sechste Buch ist nämlich auch ein zweiter Band von der lieben Rebecca Ross. Endloses Feuer ist der aktuelle Band, der jetzt erscheint. Und der andere heißt Der verwunschene Fluss oder so. Mein BBH steht davor, ich kann es jetzt leider nicht sehen. Ich werde es euch aber hier oben nochmal einblenden, wie Band 1 heißt. Ja, ich habe mir Band 1 in der Bücherbüchse Sonderedition gekauft. Und er liegt immer noch auf meinem Sub. Klingt gar nicht nach mir. Ja, ob ich mir den zweiten Band jetzt sofort kaufe, ist noch unklar. Vielleicht werde ich tatsächlich mal auf mein Hirn hören und erstmal den ersten Band lesen, bevor ich mir überhaupt überlege, den zweiten zu lesen. Aber ja, ihr kennt die Problematik. Ja, ich bin wohl nicht die Einzige, der das ständig passiert. Die Insel Cadence hat sich selbst und ihre Bewohner immer in einem empfindlichen Gleichgewicht gehalten. Doch nun hat Bane, der Geist des Nordwinds, alles und jeden, der ihm im Weg steht, ins Schwanken gebracht, um die Herrschaft über Menschen und Geister gleichermaßen zu erlangen. Als die Insel immer mehr aus dem Gleichgewicht gerät, beschließt Jack, eine Harfe in die Hand zu nehmen und die Clanlinie zu überqueren, um nicht nur Adera wiederzusehen, sondern auch ein düsteres Geheimnis zu lüften. Da wären wir wieder bei den düsteren Geheimnissen. Ja, dass ihm das Wissen geben würde, Bane zu besiegen und den Frieden auf der Insel wiederherzustellen. Doch niemand kann den Nordwind herausfordern, ohne einen Preis zu zahlen. Und das Opfer, das diesmal verlangt wird, könnte um ein Vielfaches zu hoch sein. Am 24. November bringt eine meiner liebsten Autorinnen wieder ein neues Buch auf den Markt. Es erscheint im Hause Lux und heißt Kiss Thief. Ich spreche nämlich von dem neuen Buch von L.J. Chen. Und ja, sie ist bekannt für sehr viel Spice, sehr viel Bad Boys, sehr viel teilweise auch toxische Beziehungen. Hier wäre gerade beinahe eine Taube gegen die Scheibe geflogen. Es ist gestern tatsächlich schon passiert. Ich weiß nicht, was momentan mit unserer Scheibe los ist. Vielleicht habe ich sie zu gut geputzt. I don't know. Ja, aber darum soll es nicht gehen. Es soll nämlich um das neue Buch von L.J. Chen gehen. Und da erzähle ich euch jetzt, um was es geht. Eigentlich stand für Francesca Rossi, die einzige Tochter eines Mafia-Bosses, immer fest, dass sie eines Tages ihren Kindheitsfreund Angelo Bandini heiraten würde, bis der skrupellose Senator Wolf Keaton ihr auf einem Maskenball nicht nur einen Kuss stiehlt, sondern auch ihre Zukunftspläne durchkreuzt. Er hat eine Rechnung mit ihrem Vater offen und setzt ihn unter Druck. Entweder Francesca wird seine Frau oder er deckt dessen Verbrechen auf. Plötzlich findet sich Francesca in einer arrangierten Ehe wieder, jedoch nicht mit dem Mann, von dem sie bereits seit ihrer Kindheit geträumt hat. Dennoch erwischt sie sich dabei, wie sie sich danach sehnt, Wolf noch einmal zu küssen. Ebenfalls am gleichen Tag, ebenfalls im Hause Lux, wie das eben so üblich ist, Lux bringt ja immer alles am gleichen Tag auf den Markt, erscheint ein weiterer Reihenauftakt von einer neuen Autorin, zumindest habe ich persönlich von ihr noch nichts gelesen. Elle Kennedy heißt die Gute. Wenn ihr sie kennt, dürft ihr mir gerne mal verraten, was man von ihr noch so kennen sollte. Send Over Prep, der Außenseiter heißt das Ganze. Und erinnert mich vom Titel her ein bisschen an die All Saints High-Reihe von L.J. Chen. Da gab es ja auch immer die Prinzessin, der Ausreiser, der Außenseiter. Diese Betitelung, auch aus dem Hause Lux. Vielleicht kann man da ein paar Parallelen ziehen. Ich habe mir den Klapptext vorhin mal durchgelesen. Es dreht sich zwar auch um Schule, aber mehr in diesem Dark Academia Setting, das aktuell total beliebt ist. Also nicht ganz L.J. Chen Style, aber ich musste trotzdem bei manchen Situationen vergleichen. Einzelgänger R.J. Shaw könnte nicht genervter sein. Er soll sein letztes Schuljahr auf einem elitären Internat verbringen. RJ tut alles, um sich an der Sendover Prep nicht einzuleben und macht sich eine Menge Feinde. Erst als er Sloane trifft, die ihn mit ihrer scharfen Zunge und dem Verhalten einer Eisprinzessin sofort fasziniert, senkt RJ seine Schutzschilde. Aber Sloane ist die eine, die er sich direkt wieder aus dem Kopf schlagen sollte, denn sie ist die Tochter des Schuldirektors und absolut tabu.
Und dann machen wir doch gleich den Lux-Hattrick, diesmal auch voll. Es ist gleich zwei Hattricks in einem Video. Ich bin begeistert. Es ist nämlich das zweite Buch, das ich euch vorhin angekündigt habe, von der lieben Ava Reed. Es ist der neue Band der Whitestone Hospital-Reihe, der da heißt Tough Choices. Bin gespannt. Das sollte ja eigentlich schon, ich sag jetzt mal, Anfang des Jahres oder sogar Ende letzten Jahres. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich recherchiere es und blende es euch hier ein, auf den Markt kommen. Musste aus persönlichen Gründen von Ava verschoben werden. Und da hat der Lux Verlag dann natürlich auch gesagt, okay, machen wir. Ich weiß nicht, was da alles im Hintergrund abgelaufen ist. Auf jeden Fall wurde der Release Day verschoben und ich freue mich schon sehr. Band 1 hat mir nämlich sehr, sehr gut gefallen und ich habe Band 2 auch schon hier, wollte aber warten, bis der nächste Band rauskommt, damit ich das alles in einem Rutsch lesen kann. Das wird jetzt geschehen, Ende November, am, lass mich lügen, ebenfalls 24. November. Und darum geht es in Band 3. Maisie Jones trägt jeden Tag eine andere Brille, liebt gute Krimis und ihren Job als Assistenzärztin am Whitestone Hospital. Sie hat Freundschaften geschlossen und fühlt sich, als wäre sie endlich angekommen. Doch ausgerechnet Grant Masterson bringt alles durcheinander. Der Krankenpfleger, der jedes Mal lächelt, wenn er sie sieht und ihr Herz dabei ein bisschen schneller schlagen lässt. Maisie hat nie groß über die Liebe nachgedacht, bis jetzt. Und als Grant sie dann für sich gewinnt, ist plötzlich unklar, ob er sie auch halten kann. Auf das nächste Buch freue ich mich schon so, so sehr, weil der Reihenauftakt, den ich gelesen habe, so unfassbar schön war. Und ich hoffe, dass Band 2 einfach genauso schön wird. Es hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, dieses Buch. Und ich habe auch auf der Buchmesse schon eine große, keine Ahnung, Illustration vom Buchtitel oder vom Cover mitgenommen und hinten drauf ist ein Stadtplan von dem Ort, in dem das Ganze spielt. Ich rede natürlich von The Waves We Catch von Jana Schäfer. Wer mich die letzten Monate verfolgt hat, weiß, wie sehr ich darauf hingefiebert habe, dass Band 2 endlich erscheint. Und ja, ich freue mich wirklich sehr, 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 sehr. Janas Schreibstil ist unfassbar schön, die Geschichte ist unfassbar schön, das Setting ist unfassbar schön. Das kann nur ein weiteres Highlight werden. Seit Billy nach ihrem Highschool-Abschluss Emerald Bay überstürzt verlassen hat, um den Mobbing-Angriffen ihrer Mitschüler zu entfliehen, pilgert sie mit ihrem Van allein durch ganz Australien. Als ihre Großmutter Phoebe in einen Unfall verwickelt wird, zögert sie jedoch nicht lang. Mit gemischten Gefühlen kehrt Billy in das kleine Küstenörtchen zurück, um ihr zur Hand zu gehen. Schnell merkt sie, dass die Jahre seit ihrem Aufbruch vieles verändert haben. Als sie plötzlich wieder ihrer ersten großen Liebe Nathan gegenübersteht, holt die Vergangenheit sie endgültig ein. Schließlich muss Billy sich entscheiden, wohin gehört sie wirklich und kann es noch eine Chance für sie und Nathan geben? Ich sag die ganze Zeit Jana Schäfer. Sie heißt Lorena Schäfer. Es tut mir leid. Mit Namen habe ich es leider nicht immer so. Lorena Schäfer. So. Das nächste Buch ist ebenfalls ein zweiter Band einer Reihe, und zwar der Blackwell Palace-Reihe von der lieben Ayla. Ich habe Band 1 tatsächlich noch nicht gelesen, weil ich nicht so ein riesengroßer St. Moritz-Fan bin. Das ist für mich alles so Schickeria und ja, das bin einfach nicht ich. Da fühle ich mich nicht zu Hause. Aber laut Klappentext fühlt sich jemand anderes dort zu Hause. Denn hier heißt es: Auch wenn das Blackwell Palace sich inzwischen wie ein wahres Zuhause anfühlt, würde Paola das Luxushotel und St. Moritz nach den Geschehnissen des letzten Polospiels am liebsten hinter sich lassen. Doch hat sie jemand ein Versprechen gegeben, das sie niemals brechen würde. Paola bleibt keine andere Wahl. Um ihr Versprechen zu halten, muss sie sich ausgerechnet der Person anvertrauen, die sie aus tiefster Seele hassen will. Aber es gibt noch eine so viel größere Herausforderung. Wie soll sie ihr Herz vor Edward und Charles verschließen, den attraktiven und unberechenbaren Blackwell-Brüdern, die sie mit ihren düsteren Geheimnissen in tiefere Abgründe gestürzt haben, als sie es je für möglich gehalten hätte? Doch es ist nicht nur ihre besondere Verbindung zu den beiden, die ihr Angst einjagen sollte, sondern auch die dunkle Ahnung, dass sie nur einen von beiden vor sich selbst retten kann. Kommen wir zum einzigen Carlsen-Buch, das ich diesen Monat hier auf meiner Liste habe. Shame, shame, shame. Fallen Kingdom 2, Zerbrochene Wahrheit. Damals durfte ich ja in der Leserunde, teilhaben, so, die liebe Lea von Libariarium geleitet hat. War richtig, richtig cool, die Runde, und wir haben uns da richtig gut austauschen können. Das Buch war auch ein richtiges Highlight für mich, das habe ich, glaube ich, 500 Mal richtig gesagt. I'm so sorry.
Nein, das Buch war wirklich ein großes Highlight für mich und ich freue mich jetzt auch tatsächlich arg, arg doll auf den zweiten Band. Ich habe ihn auch schon vorbestellt, damit ich direkt loslegen kann und darum soll es gehen. Ohne ihre Erinnerungen wird Navien, erste Heroe des Fürstengeschlechts der Wahrheit, zunehmend von ihrer dämonischen Seite heimgesucht. Sie ahnt nicht, welch uraltes Erbe sich in ihr verbirgt, doch das ist alles nur die Spitze des Eisbergs. Die Wahrheit der Worte führt sie in die sieben Fürstentümer der Todsünden und zu dem, was all die Adelsfamilien seit Jahrtausenden geheim gehalten haben. Die Heroen sind dazu bestimmt, zu herrschen. Navien ist auserwählt, ihnen den verlorenen Adel zurückzugeben, doch ausgerechnet der Mann, dem ihr Herz gehört, hat sie von Anfang an betrogen. Von Fallen Kingdom kommen wir zu Bridge Kingdom. Da erscheint nämlich auch der zweite Band im Hause Piper. Band 1 habe ich tatsächlich noch nicht gelesen, aber bin mir auch nicht sicher, ob ich es zeitnah tun werde. Es steht zwar auf meiner Wunschliste, aber die Prio, es zu kaufen, ist aktuell nicht ganz so hoch. Dennoch klingt der Klappentext von Band 2 sehr, sehr vielversprechend. Eine entschlossene Heldin, die alles zu verlieren droht, ihr Königreich, die Liebe und die letzte Hoffnung. Lara hat die Intrigen ihres Vaters zu spät erkannt. Durch ihren Verrat konnte er das Bridge Kingdom einnehmen und hat nun die Kontrolle über alle anderen Reiche. Lara wurde verbannt und darf nie wieder ins Bridge Kingdom zurückkehren. Sonst droht ihr der Tod. Doch dann wird Aaron von ihrem Vater gefangen genommen. Lara ist fest entschlossen, Aaron zu retten. Doch der Kampf um das Bridge Kingdom wird mit aller Brutalität geführt. Und während alle, die sie liebt, in tödlicher Gefahr schweben, muss Lara entscheiden, für wen sie kämpft. Aaron, ihr Königreich oder sich selbst. Kommen wir last but not least zum letzten Buch des heutigen Videos. Es erscheint ebenfalls im Hause Piper und ist von einer nicht ganz so unbekannten Autorin geschrieben. Katinka Engel bringt nämlich auch einen zweiten Band auf den Markt, der da heißt This is Our Life. Es dreht sich die ganze Reihe ja so um eine Netflix-Serie. Das finde ich ja an und für sich schon super, super spannend. Ich habe Band 1 tatsächlich auch noch nicht gelesen, auch noch nicht gekauft. Habe es aber vor, weil ich die Bücher von Katinka einfach super gerne lese und eben auch ein riesen Netflix-Junkie bin und die Kombination aus Lesen und Netflix finde ich doch sehr spannend, so ein bisschen wie bei Catching Up with the Carters. Da fand ich diese ganze Filmset-Thematik in einem Buch auch richtig cool. Die Netflix-Serie This is Our Time ging durch die Decke, vor allem wegen der Dynamik zwischen Rio und Ferne. In der Show sind die beiden ein Paar, doch im echten Leben stehen sie vor dem Scherbenhaufen ihrer Liebe. Rio ist abgetaucht und Ferne konzentriert sich wieder auf ihr Studium. Als der Drehstart der zweiten Staffel ansteht, kommen die Produzenten auf die Idee, eine Fake-Beziehung zwischen den beiden zu Promotion-Zwecken zu nutzen. Rio und Ferne können zwar kaum in einem Raum sein, ohne sich an die Gurgel zu gehen, aber wo Hass ist, da herrscht alles andere als Gleichgültigkeit. Ihr Lieben, das waren alle Bücher, die im November erscheinen und die für mich ganz interessant klingen. Ihr dürft mir jetzt gerne mal verraten, welche Bücher von den genannten euch am meisten interessieren oder vielleicht auch, ob ich das ein oder andere vergessen habe zu erwähnen, von dem ihr denkt, dass es mir doch gefallen könnte oder mein Genre sein könnte. Ich werde euch wie immer alle Bücher unten in der Infobox verlinken. Dort findet ihr die Links zu Thalia und Amazon. Es sind wie immer Affiliate-Links, das heißt, wenn ihr über einen der Links eins der Bücher kauft, dann kriege ich da eine kleine Provision davon. Ansonsten lege ich euch natürlich wie immer ans Herz, schaut mal auch in die Infobox, da ist der Link zu Nextory. Über meinen Link könnt ihr 30 Tage Nextory kostenlos testen und ich habe auch schon geguckt, einige der Bücher, die ich euch heute vorstelle oder heute vorgestellt habe, sind dort auch bereits aufgeführt. Das heißt, wenn ihr euch nicht fünf der Bücher direkt kaufen wollt, dann macht doch einfach ein Probeabo bei Nextory. Dann könnt ihr euch die Bücher runterladen, kostenlos und könnt einfach 30 Tage hören, so viel ihr wollt. Nur als kleiner Tipp am Rande. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Habt's fein und bis zum nächsten Mal wieder. Tschüss!